Bei seinem Debüt im königsblauen Dress stand Neuzugang Ashanti Cook sofort in der Starting Five und ersetzte Thomas Šefčík. Im Spiel gegen den TV Ibbenbüren setzte Coach Raffi Villa zu Beginn somit auf Patrick Kane, Ashanti Cook, Andrius Mikutis, Nino Janoschek und Daniel Boahene. Hinein in ein umkämpftes Match in der Halle an der Mühlbachstraße. Die ersten Punkte der Partie erzielten die Gäste aus Ibbenbüren durch Gene Hagner. Postwenden kam aber auch der S04 ins Spiel, Andrius Mikutis mit dem Dreier. Aber auch Ibbenbüren war treffsicher von außen, hier durch Robert Naubert. Daniel Boahene mit dem Auge unterm Korb für Patrick Carney. Es ging hin und her auf dem Feld, Gene Hagner mit dem Dreier für den TV Ibbenbüren. Aber Schalke hatte einen glänzend aufgelegten Patrick Carney im Team, der traf den Dreier und verkürzte auf 16:13. Für die Gäste kam jetzt Michael Post unterm Korb immer besser ins Spiel, hier mit den zwei Punkten. Ibbenbüren im Fastbreak und Devin Grimes mit der zweiten Chance, die er verwerten kann. Aber auch Schalke konnte im Fastbreak punkten, hier durch Thomas Šefčík. Die letzte Aktion des ersten Viertels, Nikita Katschenko verkürzt aus der Mitteldistanz zum 21:22. Mit einem Punkt Rückstand ging es für den S04 ins zweite Viertel. Nach 15 Sekunden legte dort Michael Post für die Gäste wieder los. Der S04 war aber gut in der Partie, Patrick Carney findet Thomas Šefčík hinter der Dreierlinie. Dann ging es schnell für die Schalker im Fastbreak. Ashanti Cook mit dem Zuspiel auf Daniel Boahene. Dann war es soweit. Neuzugang Ashanti Cook mit seinen ersten Punkten im Dress des S04. Und der US-Boy legte noch ein Dreier nach dem Zuspiel von Patrick Carney. Das Spiel blieb weiter richtig eng. Großen Anteil hatte daran Gästecenter Michael Post. Wieder Ibbenbüren, wieder Post. Die Gäste führten mit 3 Punkten. Aber der S04 nahm den Kampf auf und Ashanti Cook mit dem Zuspiel auf Patrick Carney, der Dreier sitzt. Ein richtig starkes Viertel des Gästecenters Michael Post. Aber der S04 war variabel auf den Außenpositionen. Nikita Katschenko für 3. In den letzten Sekunden des zweiten Viertels, Patrick Carney zieht rein, verpasst, aber Lennart Weichsel tippt den Ball rein. 41:42. Auch zur Halbzeitpause lag der S04 immer noch mit einem Punkt zurück gegen Ibbenbüren. Der Auftakt des dritten Viertels gehörte den Schalkern Nikita Katschenko aus der Mitteldistanz. In der Defense konnten die Schalker aber immer noch nicht die Stops setzen. Devin Grimes hier mit dem Zug zum Korb. Aber die kämpferische Leistung war da. Daniel Boahene mit dem Offensiv-Rebound und im zweiten Nachfassen ist der Ball drin. Aber auch Ibbenbüren immer wieder mit den zweiten Chancen, hier durch Michael Post. Starke Defense-Leistung von Patrick Carney hier mit dem Block gegen Devin Grimes. Hier nochmal in der Slow-Motion nett anzusehen. Ibbenbüren machte immer wieder das Spiel schnell und hier konnte Devin Grimes punkten. Schalke hatte aber wieder die Sicherheit aus der Mitteldistanz und Nikita Katschenkov nutzte dies. Neuzugang Ashanti Cook fügte sich weiterhin gut ein, hier mit dem Floater von der Seite. Für Ibbenbüren drehte nun Devin Grimes richtig auf. Gutes Zusammenspiel beim S04 und Nikita Katschenko verwandelt den Dreier. Ashanti Cook auf Patrick Carney, drin der Dreier. Nun macht es Cook alleine nach dem Spin-Move nett anzuschauen vom US-Boy. Mit einer 2-Punkte-Führung ging der S04 in den Schlussabschnitt. Dort glichen die Gäste aber durch Devin Grimes Postwenden aus zum 62:62. Aber die Knappen wollten es jetzt. Nikita Katschenko mit dem Zuspiel auf Nino Janoschek.
Erneut ein starkes Zuspiel, Ashanti Cook auf Nikita Katschenko. Zu einfacher Ballverlust beim S04, den Robert Naubert nutzen konnte. Nikita Katschenko mit dem Auge für Nino Janoschek und das Center zum End One. Ashanti Cook mit dem Auge für Patrick Carney, drin der Dreier, 76-68. Diesmal umgekehrt, Patrick Carney auf Ashanti Cook, Money. Eine starke Partie von Patrick Carney, hier nochmal mit dem Dreier zum 87-76. Der Drops in der Hallerner Müherstraße war endgültig gelutscht. Der S04 nochmal für die Galerie, Nikita Katschenko mit dem Elu-Pass auf Nino Janoschek. Der S04 fuhr in einer umkämpften Partie gegen den TV Ebenbüren den siebten Saisonsieg ein und muss am nächsten Wochenende zu den Accent Baskets Salzkotten.